Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ich Ja. bin's mein Bruder. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Wie heißt du mit Vorname? Yunus. Yunus, und wie alt bist du? 19. 19. Ja, du kannst deine Geschichte erzählen. Okay. Soll ich anfangen? Ja, kannst du. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich komme ursprünglich aus der Türkei. Bin Muslim, alhamdulillah. Und ich bin halt der Einzige in der Familie, der praktiziert. Ich besuche regelmäßig mit Brüdern eine arabische Moschee und wir verrichten dort halt unsere Gebete zusammen und hören uns Vorträge an. Und als meine Eltern das erfahren haben, haben sie mir verbieten, also in diese Moschee zu gehen. Also die haben gesagt, du darfst nicht mehr in diese Moschee gehen. Die meinten, die Araber sind Terroristen und Wahhabiten und solche Sachen und meinten halt so, ich sollte den Kontakt abbrechen mit dieser Gemeinde und mit, also ich sollte einfach, die meinten halt zu mir, es gibt so viele türkische Moscheen, warum besuchst du die nicht, warum besuchst du diese arabische Moschee? Und die meinten halt, dass die Araber keine Muslime wären, sondern halt Wahhabiten, dass sie halt keine, also von Ahl Sunna sind, sondern halt gegen die Sunna und den Propheten sallallahu alaihi wasallam hassen. Und ich meinte ja halt zu denen, das stimmt doch alles gar nicht und so weiter. Und habe halt versucht, mit ihnen detailliert darüber zu sprechen, aber sie haben mir gar nicht zugehört, sie haben mich einfach ignoriert so. Und ich meinte auch letztens zu meinem Vater, ja, komm doch auch mit zur Moschee und so, dann kannst du auch sehen und selber beurteilen, was das für Menschen sind und so. Aber er hat mich halt ignoriert und ja, ich habe halt sehr viel Stress zu Hause so. Und ja, ich weiß nicht, also die sind halt, die haben so ein nationalistisches Stolz sozusagen, so, weiß ich nicht, die haben halt so einen Hass auf Araber irgendwie, so, die meinen halt, es gibt so viele türkische Moscheen und ja, warum gehst du dann immer in diese arabische Moschee? Und ich meinte zu denen halt, dass es eigentlich nicht so ist, wie die denken, weil die meinen halt, Araber wären Terroristen und die verachten halt Menschen, die Bart tragen oder Jalabia tragen und halt, ja. Wer verachtet die Menschen, die Bart tragen und Jalabia tragen? Ja, meine Eltern. Betet überhaupt dein Vater? Ja, also er betet zwar, aber weiß ich nicht, halt. Er hat, ich weiß nicht, er war sogar, er hat auch die Hadsch vollzogen, aber ich weiß nicht. Er meinte halt, die Araber wären halt Wahhabiten und das wären halt Kuffar, meinte er. Ja, das haben wir heute schon gehört. Sogar eine deutsche Frau hat mich angerufen und gefragt, ob wir Wahhabiten sind. Möge Allah diese Menschen erstmal recht leiten. Erstens, Allah sagt im Koran, der Beste unter euch ist der am gottesfürchtigsten. Und bevor der Islam gekommen ist, waren die Menschen Nationalisten. Und als der Islam gekommen ist, hat diese Nationalismusgefühl ausradiert. In der Jahiliya-Zeit haben die Menschen damals solche Gefühle gehabt. Und als der Islam, alhamdulillah, gekommen ist, dadurch wurden alle diese Nationalgefühle ausradiert. Bruder, das ist nur ein Jahil, eine Unwissenheit von deinem Vater, möge Allah ihn inshallah recht leiten. Denn das Wort Wahhabiten gibt es erstmal nicht. Und wir wissen immer noch nicht, warum die Menschen, die den Islam richtig praktizieren und die Sunna des Propheten a.s. richtig praktizieren, mit einem Namen genannt werden müssen. Wir sind alhamdulillah alle Muslime. Aha. Und wie gesagt, der Beste
unter uns ist der am gottesfürchtigsten. Weder der Araber, noch der Türke, noch der Afghaner. Aber leider, es gibt einige türkische Geschwister, die sind Sufis. Ja, genau. Und, also bei uns gibt es auch eine Sufi-Moschee und mein Vater, also zu Salat al-Jumma und so, geht er immer dorthin. Also ich meinte auch zu ihm, dass das bitter ist, wenn man Geburtstage vom Prophet, also Sallallahu alaihi wasallam feiert, also Maulid und so und dieses gemeinsame Dikr macht und halt nach dem Gebet halt, ne? Ja, das macht dein Vater mit? Ja, er macht auch mit. Ja, Bruder, also, die Sache ist. Weiß ich nicht. Also, als ich ihm das gesagt habe, dass das halt bitter ist, dass wenn man Maulid feiert oder halt Geburtstag vom Prophet Sallallahu alaihi wasallam feiert oder halt nach dem Gebet zusammen Dikr macht, halt, er meinte halt so: Ja, was redest du da und so? Wer hat dir denn das erzählt und so weiter? Er wollte mich halt aus dem Haus rausschmeißen. Guck mal, wenn er zu einer Sufi-Moschee geht, da kannst du dich nicht wundern, dass er so reagiert. Die Sufis, das ist eine Vorstufe zum Christentum. Das wissen leider viele Muslime nicht. Also die Sufis verehren Menschen, genauso wie die Katholiken hier in Europa. Subhanallah, gestern rief mich einen deutschen Bruder an, der seit 2 Jahren Muslim ist. Und er war leider bei den Sufi-Gruppen. Und Allah hat ihn richtig geleitet. Er hat sich bei uns bedankt und sagte: Alhamdulillah, Alhamdulillah, durch euch habe ich den wahren Islam gefunden. Und ich habe nach 2 Jahren festgestellt, dass diese Menschen Menschen verehren. Genauso wie die Katholiken hier in Deutschland. Möge Allah diese Menschen inshallah recht leiten, Bruder. Alhamdulillah, wichtig ist, dass du selber den Islam praktizierst, dass du selber guckst, dass du immer auf dem geraden Weg bleibst. Dein Vater musst du respektieren. Meine Mutter genauso, Bruder. Also, wenn sie gehört auch zu einer Sufi-Gruppe, also. Immer wenn irgendetwas Schlechtes passiert oder so, ruft sie halt irgend so einen Sheikh oder so, keine Ahnung, die macht irgendwelche komischen Rituale. Ich sag zu ihr, dass es halt Schirk ist und dass sie halt damit aufhören soll. Und ich habe ihr das versucht, halt richtig detailliert zu erklären, weil sie meinte halt, ja, was redest du da und so, wie kommst du so auf sowas und so weiter. Sie meinte halt, das sind halt Wallis und rechtschaffene Diener und so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die macht irgendwie so eine komische Mystik so. Aber wenn jetzt irgendetwas passiert oder so, sagt die halt so den Namen von dem Sheikh und sagt so, ja, Medet und so. Astaghfirullah al-Azim. Möge Allah sie recht leiten, Bruder, das ist Schirk, was sie macht. Und das ist jetzt kein Wunder. Also jetzt sind oder jetzt ist deine Situation klar geworden. Du lebst in einer Sufi-Familie, die ganz weit weg vom wahren Islam ist. Und natürlich finden sie jemanden, der den wahren Islam praktiziert, als sehr streng. Deshalb bezeichnen sie auch also, die Menschen aus. Wenn ich auch zu Hause Koran rezitiere laut oder höre, meinen die halt auch, ja, so, dass ich ein Extremist wäre und so. Natürlich. Natürlich, weil, wie gesagt, der Satan versucht durch die Sufis so viele Muslime in die Irre zu führen, weil die Menschen lieb sind und harmlos sind. Genauso wie der Pfarrer oder Priester. Der Satan gibt ihm sogar den Befehl, lieb zu werden. Damit der Satan durch ihn so viele Menschen in die Irre schickt. Leider, das ist die bittere Wahrheit. Diese Menschen sind in die Irre und die verehren Menschen. Und Alhamdulillah, der Islam ist gekommen, um den Götzendienst auszuradieren. Denn so waren die Menschen damals vor dem Islam. Die haben Menschen verehrt und Götzen verehrt. Und das bestätigt, was der Prophet Muhammad a.s. gesagt hat. Er sagte, ihr werdet die Juden und die Christen
nachahmen und hinterherlaufen, bis sie ins Loch reinkriechen, ihr werdet folgen. Und subhanallah, das sieht man schon. Und die Sufis sind schon auf dem besten Weg zum Christentum. Das kam nur dadurch und das kommt nur dadurch, dass Atatürk damals den Islam verboten hat. Und viele Menschen haben sich in Räumen getroffen. Und derjenige, der den Koran rezitiert hat und Ahnung von der Religion gehabt hat, haben die Menschen ihn verehrt und ihn angebetet sogar. Ja. Also die meisten. Mein Vater meinte auch so, ja, so die, keine Ahnung, die Araber, die waren, die haben eigentlich, ich meinte ja, dass Atatürk das Kalifat vom Osmanischen Reich, also zerstört hat komplett. Er meinte ja, nein, das war der nicht schon so, das waren eher die Wahhabiten, die Palästinenser, die Saudis, die haben sich mit den Engländern zusammengeschlossen und das Osmanische Reich zerstört und so weiter, meinte er zu mir. Bruder, weißt du, warum die Schiiten in einer sunnitischen Moschee nicht beten? Warum? Die sagen, Hassan und Hussein, die sind in einer Moschee, in einer sunnitischen Moschee ermordet worden. Guck mal, die reden von 1300 Jahren oder 1400 Jahren. Was interessiert uns jetzt? Die Ereignisse damals, was interessieren uns die Ereignisse damals? Ja, genau, das meinte ich ja auch, aber er ignoriert mich einfach. Weißt du, die Kuffar, la'anahumullah, die verfluchten Kuffar, haben uns Araber beigebracht, dass die Türken die islamischen Bücher verbrannt haben, so dass wir Hass auf die Türken gehabt haben, ohne die Türken kennenzulernen. Und das Gleiche hat man auch in der Türkei verbreitet, dass die Araber die Türken im Stich gelassen haben und betrogen haben. Wallahi, Bruder, das kommt alles von den verfluchten Kuffar. Die haben es geschafft, Nationalgefühlen innerhalb den Muslimen oder innerhalb der muslimischen Ländern zu stiften und zu gründen. Möge Allah deinen Vater und deine Mutter inshallah recht leiten. Sei gut zu denen, Bruder. Die sind auf dem falschen Weg. Möge Allah sie recht leiten. Und das ist auch ein Wort an allen lieben Geschwistern, ob sie Türken oder Afghaner oder Pakistaner sind. Unter den Muslimen darf es keinen Unterschied geben. Wir gehören alle dem Islam. Wir folgen Allahs Buch und die Sunna des Propheten. Und Allah sagt im Koran, der Beste unter euch ist der am Gottesfürchtigsten. Inshallah. Inshallah, Bruder. Und wie gesagt, sei lieb zu ihm und zu deiner Mutter. Die sind beide auf dem falschen Weg. Die haben die Worte des Kuffars leider aufgenommen und die kleben in ihren Köpfen. Und dieses Nationalgefühl sollte in den Köpfen von allen Muslimen verschwinden, damit der Islam hochkommt. Inshallah. Inshallah, Bruder. Möge Allah sie recht leiten, inshallah. Inshallah. Okay, Bruder. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.